Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir müssen gerade gucken, wie wir da hochkommen, weil Boomer mit ihrem Gewicht die Leitung zerstört hat, weil sie einfach zu fett war. Ja, guck mal. Wir können hier irgendwie hochklettern. Also raus auf diesen Feld. Das hier ergibt eine kräftige Farbe. Okay. Hier ist noch eine Truhe. Stellen wir uns auf. So. Wie geht's dir, Della? Toll! Ja! Einfach! Die Felswand hochklettern. So. Gott, Della, jetzt kletterst du nochmal dahin, weil ich müsste da hochklettern, nur wegen der Truhe. So. Jetzt hier hoch. Geschafft. Ein Unterschlupf. Ich kann mich ausruhen und meine Ausrüstung überprüfen. Ja, das will ich haben. Und das hier. Da. Tut mir leid. Kann nicht mitkommen. Weißt du warum? Was macht sie da? Der fragt mich. Was war das hier? Weiß nicht. Sieht aber verlassen aus. Vorräte öffnen, alle Kategorien auffüllen. Ein Unterschlupf. Und irgendein Gerät. Gehört es Boomer? Wir lassen mal die Zeit vergehen und dann warten wir einfach mal ab, ob Boomer dann auftaucht. Anscheinend wurden Bauteile entfernt. Sie wollte hier oben daran rumbasteln, nachdem Maschinen in ihr Lager bei der Ruine gekommen sind. Aber wohin ist sie dann gegangen? Das Wrack da unten sieht gut aus. So wie ich Boomer kenne, kann sie einem glänzenden Schrotthaufen nicht widerstehen. Komm, schauen wir uns das da unten mal an. Eigentlich könnten wir uns auch hinsetzen, die Zeit vergehen lassen, warten, bis Boomer selber wieder nach Hause kommt. Aber und sammeln in der Zwischenzeit einfach Materialien mit. Das geht schon klar. Zack. Zack. Da geht die Zack. 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 Hm? Super. Guck mal. Am Fuß des Wracks. Werkzeuge. Sie hat noch etwas zum Basteln gefunden. Sehen wir uns das mal näher an. Sie hat hier an etwas gearbeitet. Aber wo? Boomer? Muss fertig werden. Boomer! Was machst du da? Zu spät. Boomer, was hast du getan? Lassen wir sie weg. Das ist doch jetzt egal. Da kommen sie. Siehst du, Boomer? Genau deshalb sage ich immer, lauf nicht weg! Oh, die blöde Möwe. Hallo? Lass Boomer in Ruhe, du wandelnder Schrotthaufen! So, jetzt zweimal. Sehr gut, Boomer! Mann, seine Schwester mit Boomer nennen, Alter. Ich verstehe es immer noch. Eine Möwe weg. Oh ja, da kommt das Riesenvieh auf mich zu. Rotschopf, du brauchst auf Hilfe! Kann grad nicht.
Lass mich doch in Ruhe. Jetzt den ganzen Gelumps, weil wir den Kram hier brauchen. Ich vergesse der Sand. Ich loot mal noch schnell den Scheiß hier. Oh, sie hatte hier lauter Fallen aufgestellt. Hätten auch die Fallen nutzen können. Licht. Gibt sie mir. Das will ich auch alles haben. Alles Mais. So. Hey, Boomer? Ja? Deine Schwester hat sich Sorgen um dich gemacht. Hör zu. Du bist bestimmt immer noch wütend. Aber du kannst nicht so einfach in die Wüste laufen. Ich bin nicht gelaufen. Und ich bin nicht wütend. Bist du nicht? Nein. Warum sollte ich? Wegen unserem Streit. Weil du weggelaufen bist. Bin ich nicht. Du hast mich verlassen. Würde ich nie tun. Du bist meine Schwester. Ich hatte eine Idee. Also wollte ich Teile suchen. Siehst du? Eine Waffe. Hier kommt nur die Ladung rein. Das Geheimnis sind die Sprengscheiben. Schieß eine auf eine Maschine und boom, peng. Und dann kommt sie zurück, bis du sie oft genug schießt. Und dann macht sie boom. Also, das hoffe ich. Gerade kommt sie noch nicht zurück. Lass mal sehen. Der Stift ist locker. Deshalb. Wickel etwas Kabel hier drum. Fertig. Rotschopf, probier's mal. Nein, warte. Nimm die große Maschine. Hier lang. Und weg ist sie. Nimm die große Maschine. Hexerhandschuh feuert Geschoss ab. Die Maschinenaufschlüsse mit in einem erfolgreichen Schlag stärker werden. Nach drei Schlägen. Bist du nicht wegen unserem Streit weggelaufen? Nein. Aber. Inventar. Okay. Du hast mir gar nichts gesagt. Du hast geschlafen. Warum hast du mich nicht geweckt? Du wolltest erst am nächsten Tag darüber reden. Naja, ja, aber ich meinte. Ich meinte das nicht wirklich. Eieieiei. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Nein, hier lang! Hab doch gesagt, dass sie wiederkommt! Auf die große Maschine! Ja, ich will nur Ressourcen sammeln. Bleib mal entspannt. Ich hab nur einen Stress hier. Wie bist du in die alte Ruine gekommen? Hab sie gesehen, als wir aus nirgendwo weg sind. Und du hast dir den Weg gemerkt? Yep. Ich brauch ihre Maschinen-Dings. Hinter welcher großen Maschine sind wir her? Wart ab! Da unten ist sie! Wo ist was? Hier ist
aber nichts. Pass auf! Tada! Der verschwindende Schreck. Wir bleiben hier oben, Rotschopf. Zeig ihnen, was in dir steckt. Das muss ummachen! Kann man vielleicht gar nicht bumm. Scheiße, ich hasse die Schlitten. Ich jetzt den Werfer benutzen. Ich weiß nicht, wo der Werfer Boom machen soll. Ich habe das Prinzip jetzt einigermaßen verstanden, diesen Werfer. Jagt sie hoch!
total schrecklich. Überhaupt kein Damage an dem Panzerschnapper. Let's
Naja, ich könnte ein bisschen an den Dingen noch feilen, dass er Bums machen würde. Sonst, ja, geht so. Oh, ich hab einen Geier gekillt. Hast du die ganzen Funken am Ende gesehen? Oh, habe ich. Ganz viel Heilung verbraucht. Rotschopf, hier drüben. Ja, jetzt warte, ich sammle gerade die Heilung. Die hat mich zu viel gekostet. Explodierende Funken, fliegendes Metall, Baboom! Alles okay? Seit wir aus dem Anrecht weg sind, dachte ich, die ganze Zeit, wenn sie mit dem Sprengstoff aufhört, wird alles besser. Und nach eurem Streit dachtest du, du wärst zu streng mit ihr gewesen. Damit habe ich auch daneben gelegen. Sie sieht die Welt anders als ich. Ich sehe ein Problem. Sie sieht eine Lösung dafür. Schätze, das ist okay. Ohne dich hätte ich sie nicht zurück. Sie hat Glück, dass sie dich hat. Was die Waffe angeht, behalt sie. Als Dankeschön. Wollen wir heimgehen? Ich glaube, ich hatte gerade eine Idee für einen neuen Prototyp. Einen Explosiven? Aber klar. Ja! Mach's gut! Wow. An der Waffe kann aber noch ein bisschen gefeilt werden. Die ist ein bisschen... Naja... erklären. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.